Der Weg zurück, wie mal ein Schaman gesagt hat, die längste Reise, mein Sohn, ist die aus deinem Kopf zurück in dein Herz, sprich in deine Gefühle, in deine Emotionen. Und dann wurde uns eingeredet, vor allem in den letzten paar hundert Jahren oder letzten 100 Jahren, große Jungs weinen nicht, dass es Schwäche sei, Emotionen zuzulassen oder zu fühlen, dass es unmännlich sei, zu weinen. Eine der größten Verbrechen an dem Mann als solchem. In der Antike sah man das anders. In der Antike waren Könige und Helden und Krieger die ersten, die Zugang zu ihren Emotionen hatten, weil sie waren, was? Sie waren mutig. Und wie dir jeder Soldat oder Special Forces Mann sagen kann, alles, was du jemals erlebt hast, ist Kinderkacke im Vergleich dazu, dich erstmal deinen Emotionen zu stellen. Da zeigt sich, wer wirklich ein Mann ist. Emotionen zuzulassen, sie zu erleben, sie durch dich durchfließen zu lassen. Das erfordert 10-mal mehr Mut, als da rauszugehen nach Irak und irgendwelche Leute wegzuballern. Es erfordert Mut, das zu tun. Aber das ist nicht das, worum es wirklich geht. Das ist auch nicht das, was den Mann ausmacht. Und ich kenne solche Leute, ich kenne die, die wirklich zu sich gefunden haben. Special Forces Typen, das sind keine Weiche, aber die können weinen. In Gegenwart anderer Männer. Und die haben Tod und Teufel gesehen, die haben viele Menschen getötet und wurden auch oft schon beinahe getötet. Aber die haben keine Mühe. Indianer zum Beispiel, Krieger. In Sedona. Ich habe selbst schon mit eigenen Ohren gehört und ich habe es auch selbst schon gemacht. Rituelles Weinen, Lamentieren nennt man das, da kommt der Ausdruck her. Und das heißt, dass du dich auf deine Emotionen einlässt und nichts erfordert mehr Mut und Stärke und Courage als das. Frauen haben da Zugang dazu. Und deshalb sind vielleicht auch, wie Dr. Warren Farrell in seinem Buch Mythos Männermacht schreibt, so viele Männer so viel wahrscheinlicher, sich umzubringen. Zwischen 300 Mal so häufig wie Frauen, je nachdem, nach Altersgruppe und Situation. Zwischen 3-mal so häufig und 300-mal so häufig bringen sich Männer um, je nach Kontext. Und je älter du wirst, desto schlimmer werden diese Zahlen tendenziell. Warum? Weil wir kein Support-System haben. Ja, Männer zeigen das einander nicht und ja, auf die Lippe beißen und stiff upper lip, old chap, sagen die Engländer. Ziehen sich in den Elfenbeinturm zurück, zeigen keine Emotionen und man it out, tough it out. Und Frauen, was machen die? Die holen sich, die finden ihre drei Kumpelinen, besaufen sich, hören, keine Ahnung, Alanis Morissette und I'm a bitch, I'm a lover oder was immer und heulen sich aus. Ja, ist alles okay, lass uns zusammen weinen. Super, die sind sich nicht zu schade oder zu stolz, Emotionen rauszulassen. Es ist gut. Frauen können das und deshalb bringen sie sich auch nicht ganz so oft um wie Männer, nicht mal annähernd so oft. Die Selbstmordraten nach Trennungen sind zwischen 3, 7 und 10 Mal, je nachdem, welchen Kontext du wählst, bis zu 10 Mal höher als unter Frauen. Warum? Weil Männer einfach sich vor diesen Emotionen versuchen zu entziehen und dann bringen sich eben oft um oder machen andere dumme Sachen oder greifen zu Alkohol oder werden kriminell oder lassen es irgendwo anders raus, die aufgestaute Wut, Trauer, Aggression. Und deshalb sind 97% aller Gefängnisinsassen in den USA, immerhin 2 Millionen, Männer. Und nicht Frauen. Nicht, weil Männer schlecht oder böse sind, sondern weil sie einfach mit ihren Emotionen nicht umgehen können. Alles andere ergibt sich daraus. Wie Jesus sagt, such zunächst das Königreich Gottes und alle anderen Dinge werden dir gegeben. Und das Königreich Gottes in vieler Hinsicht könnte als Metapher stehen für dein inneres Seelenleben, für deine emotionelle Präsenz, für all diese Dinge. Das ist nicht der Platz da oben, such das Königreich Gottes, Stairway to Heaven, sondern das ist im Inneren. Werdet wie die Kinder, sonst kommt ihr nicht in das Königreich Gottes. Werd wieder unschuldig, lass los, komm wieder zu dir, damit du wirklich eines Tages weißt, hey, ja, sei doch einfach nur du selbst. Okay, ich merke so langsam, aber sicher, nach ein paar Wochen, 2 Monaten, ein paar 100 Kugelübungen, vielleicht ein paar Dutzend, ich habe Hunderte gebraucht, bevor ich sagen konnte, jetzt bin ich langsam, aber sicher ich selbst. Und das geht vielen von uns so. Es sollte allen von uns so gehen. Das ist etwas, dem wir uns nur annähern können, eine asymptotische Funktion. Du kannst nie 100% erreichen, du kannst dich dem nur über die Jahre und Jahrzehnte nähern. Wenn dir dieses Audio gefallen hat oder es dich zumindest zum Nachdenken bringt, dann empfehle ich dir, dich mit deiner E-Mail-Adresse in das vollkommen kostenlose Magic Mail E-Mail Training einzutragen.
Dieses E-Mail-Training ist speziell für Männer konzipiert, welche in jüngster Zeit von einer Frau verlassen wurden und diese nun so schnell wie möglich zurückgewinnen wollen. Aber auch für Männer, die generell nicht wirklich zufrieden mit ihrem Erfolg beim anderen Geschlecht sind. Für Männer, die in ihren Beziehungen immer wieder an Grenzen, auf Probleme oder Dramen stoßen, die sie nicht und schon gar nicht alleine bewältigen können. Für Männer, die sich nicht selbstbewusst genug fühlen, um wirklich attraktive und emotionell gesunde Frauen in ihr Leben zu ziehen. Für Männer, die zwar der Kapitän ihrer Beziehung sein wollen, aber immer wieder merken, dass die Frau das Ruder übernimmt oder gar die Zügel in der Hand hält. Aber auch speziell für Männer, die immer wieder versuchen, sich die Gunst attraktiver Frauen zu erwerben oder gar zu ertricksen oder zu erschleichen, aber trotzdem oder eben gerade deshalb immer wieder in der Freundschaftszone landen und von Frauen nicht wirklich als richtiger Mann oder als sexuell interessanter Mann wahrgenommen werden. Lass mich dir eines sagen. Wenn du Probleme irgendeiner Art mit Frauen und oder Beziehungen hast, dann liegt die Ursache fast immer darin, dass du deine Macht, deine authentische Power als Mann auf irgendeiner Ebene oder auf irgendeine Art und Weise an Frauen abgibst und nicht mit deiner Männlichkeit im Reinen bist. Wenn du, wie schon tausende andere Männer vor dir, dein Leben radikal transformieren, deinen Erfolg bei Frauen drastisch steigern und sogar gute Beziehungen führen möchtest, dann trag dich hier und jetzt in dieses kostenlose E-Mail-Training ein, wo du durch einen klaren und tausendfach bewährten E-Mail-Training-Prozess geführt wirst, in welchem du lernst, wie du Schritt für Schritt deine innere Power als Mann wieder zurückgewinnen wirst. Alles, was wir von dir brauchen, ist deine E-Mail-Adresse, damit wir dir das kostenlose E-Mail-Training überhaupt zusenden können. Wir brauchen keine private Information wie deinen Namen oder andere Daten. Dein E-Mail-Training ist 100% kostenlos und du kannst dich natürlich jederzeit mit zwei kleinen Klicks wieder davon abmelden. Denke allerdings nicht, dass du das tun wirst, wenn du merkst, wie sehr es dir wirklich helfen wird. Trag dich jetzt hier ein und dein Leben wird sich von Grund auf verändern. Du bist nicht allein. Lösungen sind nur einen Mausklick entfernt.